Willkommen zu einer neuen Folge Angeln mit Stil. Heute drehen wir die erste Folge Einfach Angeln in Holland. Das wird eine ganze Reihe oder eine ganze Serie von Folgen werden, wo wir jeweils einzelne Themen behandeln, um euch das Angeln in Holland einfacher zu machen. Wir wollen euch nicht nur zeigen, wie man angeln kann, wie man Spots finden kann, wie man am besten auf Raubfisch, vielleicht auf Friedfisch angeln kann, sondern wir wollen euch auch später erklären, was man darf, was man kann, welche Rechte es gibt, welche Regeln. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, stellt uns die Fragen und wir werden sie später in einer der häufigst gestellten Fragen alle mal beantworten. Dazu stehen wir mit der Sportfischerei Niederlande in Kontakt. Ich habe Kontakt zu Juristen und so weiter, um Fragen zu klären, die hier und da vielleicht mal offen sind. In der heutigen Folge versuchen der Peter und der Jens, wir versuchen heute ein paar Raubfische an Band zu bekommen und versuchen euch ein klein wenig davon zu erklären, wo wir angeln, wie wir angeln und wie wir das machen. Das ist ein kleiner, grober Rundumschnitt, wie man wirklich einfach in Holland angeln kann, wie man erfolgreich auf Raubfisch angeln kann. Schwerpunkt Frühling bis Spätsommer, Anfang Herbst. Und da hoffen wir, dass wir euch da vielleicht den einen oder anderen Fisch zeigen können und auch den einen oder anderen Tipp mitgeben können. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Wir haben uns den gestern einfach im Angelladen gekauft. Wir fangen damit jetzt hoffentlich den Fisch. Das Wichtigste bei der Angelei in den Niederlanden ist immer die Spotwahl. Wir haben jetzt eine Zeit, Frühling bis Spätsommer, wo wir eigentlich immer relativ ähnlich angeln. Das heißt, die Gewässer sind meistens noch sehr warm und da ist für uns die erste Anlaufstelle ein Wehr und dort überall, wo Strömungen rauskommen, durch Pumpwerke und was anderes. Und diese Stellen, die suchen wir. Das kann man schön mit Google Maps und Google Earth machen. Man geht irgendwelche Kanäle, Poldergräben und Co. Fast überall haben wir diese Strömung irgendwo in den flachen Gräben und Kanälen. Und da finden wir auch unseren Fisch. Das heißt, wir nehmen Google Maps, Google Earth oder Street View, suchen das ein bisschen ab, gehen näher ran mit Street View und dann sehen wir auch ungefähr die Beschaffenheit. Und wenn wir dann so Wehr haben, wie wir es hier haben, dann wissen wir, wo wir angeln müssen. In den meisten Fällen erwarten wir dort entweder Hecht oder Barsch. Das kann direkt in der Strömung sein, direkt neben der Strömung im Strömungsschatten oder gerade dann, wenn wir es wie heute sehr ein bisschen bedeckter haben und nicht ganz so warm, dann stehen die auch gerne außerhalb der Strömung. Und damit wir nicht einen Fischverlust verursachen, angeln wir als allererstes mit einem Gummifisch oder irgendetwas anderes gezielt auf Hecht und nutzen dazu immer ein Stahlverfahren. Haben wir das ein bisschen abgedeckelt, können wir uns zwar nie ganz sicher sein, aber wir gehen davon aus, dass der Hecht nicht da ist. Und dann, wenn wir gemerkt haben, dass da mit hoher Wahrscheinlichkeit gerade kein Hecht da steht,
dann versuchen wir es gezielt auf Barsch, weil dann stehen dann gerne viele kleine Barsche in Masse oder vielleicht der ein oder andere große. Und je weiter es in den Spätsommer bis Herbst geht, umso mehr Barsche können wir an so einer Stelle erwarten. Dann nehmen wir die Dropshot-Montage, die der Jens gerade verwendet, womit er gerade schon gut erfolgreich geworden ist und ein paar Barsche gefangen hat. Und da nehmen wir dann, je nachdem, mit Gummifisch, mit Creature Baits, Krebsen oder was ganz gut läuft, ist der Tauwurm momentan. Ja, der Vorteil an der Dropshot-Montage ist, dass das Blei unten hängt und der Haken halt schwerelos oben hängt. Das heißt, wir werfen aus, lassen ihn stehen. Wir können ihn so lange stehen lassen, wie wir wollen. Es ist nicht wie beim Jig, dass man ihn einkurbeln muss. Man kann den beliebig stehen lassen und dementsprechend warten. Wenn nichts geht, kann man wieder ein, zwei Kurbeln anjicken oder einkurbeln oder halt einfach nur in die schlaffe Schnur etwas leicht einschlagen, sodass der Wurm sich bewegt. Der Rest macht die Strömung. Und meistens kommen dann die Bisse in der Pause, in der Ruhephase. Und dementsprechend ist es sehr effektiv. Und wir werden es weiterhin heute fischen, auch in Zukunft, weil Natur hat oft den Bonusfisch, den ein Kunstköder nicht hat. Der Jens, der angelt jetzt an einem ganz, ganz kleinen Graben, wie ihr gleich sehen werdet. Und das hat den folgenden Grund, selbst in den kleinen Gräben, da stehen auch gerne die Barsche gestapelt. Und in diesem Falle haben die ja auch nicht unbedingt die weitesten Möglichkeiten, irgendwo abzuhauen. Von unten wird jetzt hier ein wenig Wasser hochgepumpt, was durch so ein kleines Rohr drunter langkommt. Und da hat der Peter vorhin schon einen Fisch gefangen. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob Peter auch noch für den Jens einen übrig gelassen hat. Wir sind jetzt an einer Stelle, wo wir eine Brücke haben und die Brücken, das sind nun mal eben eine der interessantesten Spots, die wir uns hier in den Niederlanden aussuchen. In den Niederlanden haben die auch ein paar Brücken, das ist nicht so schwer, da eine zu finden. Und unter den Brücken, da verstecken sich die Fische gerne. Barsch, Hecht und Zander, die findet man unterm Schatten. Das heißt, wir versuchen unter die Brücke zu werfen oder direkt nah an der Brücke lang. Wenn wir drunter lang geworfen haben, nutzen wir am besten einen Gummifisch. Die ganz normale Faulenzer-Methode, einen schönen leichten Jig, so leicht wie möglich, so schwer wie nötig. Und dann faulenzen wir den unter der Brücke entlang und gerne aus der Brücke heraus und auch bis vor die Füße, weil der Zander, Hecht oder Barsch auch gerne mal den Köder folgt. Und nicht selten kommen die Attacken, wenn er aus dem Schattenbereich in die Sonne reinkommt, weil er dann merkt, dass sein Snack abhaut und da hat er keinen Bock drauf. Würde ich eine Schüssel Döner da irgendwo stehen haben und ich will mir da was nehmen und die wird abhauen, dann würde ich auch rennen. In dem Sinne, versuchen wir das mal.
Meine Fresse. Jetzt habe ich auch endlich einen Fisch gekriegt und dann hat der erste Zander. Ich habe noch nie so einen Einschlag gehabt. Erstmal zurück mit dem. Ich habe noch nie so einen Einschlag gehabt. Der hat mir so die Rute aus der Hand geknallt, dass mir die richtig hier gegen knallte. Ich glaube, ich habe heute Abend blauen Fleck. Also ohne Witz. Hätte ich den nicht rausgekriegt und nicht gesehen, da hätte ich gesagt, das ist 1,20 Meter Zander. Also so ein Biss habe ich noch nicht gehabt. Alter Schwede, ich bin nur jetzt noch ein bisschen vom Paddaff, ey. Und das ist noch nicht mal ein großer gewesen. Geil. Wir haben uns jetzt einen kleinen Poldergraben rausgesucht, an dem wir jetzt noch ein paar Würfe machen. Heute war es ein bisschen schwierig, was Wehre und so weiter angeht. Liegt einfach an dem wechselnden Wetter. Wir haben auf einmal brüllende Sonne, dann haben wir wieder Regen, dann haben wir brüllende Sonne, wieder Regen und die Fische können sich gar nicht drauf einstellen oder wir uns nicht drauf einstellen. Was wir hier aber haben ist, wir haben einen Graben, wo es außer Schilf und Co. sonst keine weiteren Strukturen gibt. Das heißt, wir versuchen jetzt Strecke zu machen und ständig alles Mögliche abzufächern mit Spinner, Jigspinner, Shatterbait und was weiß ich und hoffen, den einen oder anderen Hecht vielleicht am Band zu bekommen. Ich fühle mich jetzt irgendwie verarscht. Die beiden haben jetzt beide schon 2 bis 3 Hechte gefangen. Er macht einen Wurf und fängt einen Hecht. Habt ihr gern? Er war ein kleiner. Aber erster Wurf. Ja, wie befischt man eine Brücke? Eine Brücke wird halt so wie folgt befischt. Man sucht halt die Kanten, die Spundwände, in Anführungszeichen. Hier sind es halt die Grundpfeiler der Brücke. Da halten die es natürlich gerne auf. Da setzen die sich mit dem Rücken, mit der Seite dran und warten halt dann auf den passenden Beutefisch. Dementsprechend wird halt fächerförmig abgefischt oder quasi speziell diese Punkte werden halt ausgiebig gefischt und mit mehr oder weniger Erfolg. Genauso wie wichtig sind die Holzbalken, die im Wasser sind. Die vereinzelt in diesem Sinne, also in dem Moment sind es 4 Balken und dort befinden sich links, rechts jeweils Barsche, Hechte, die können sich ja jeweils aufhalten. Und die werden natürlich genauso akribisch befischt wie die restlichen Stellen. So, und wenn dort nichts geht, kann man halt noch weiter versuchen, das Gebiet abzufischen. Auch solche Kammern sollte man nicht aus den Augen lassen, weil dort befinden sich genauso wie in den anderen Stellen, können sich dort Fische aufhalten, die nur darauf warten, dass die kleineren Fische dran vorbeischwimmen. Ja, es sieht halt sehr, sehr flach aus hier, aber das täuscht, weil an den Kanten geht es schön tief runter und da stehen die dann und warten halt auf ihre Beutefische. Nachdem wir so eine Brücke ausgiebig abgefischt haben, so wie es uns der Peter vorhin gezeigt hat, verlassen wir ja meistens den Spot. Aber bevor wir den Spot verlassen, sollten wir wirklich nochmal hingehen und wirklich die Ränder abseits einer Brücke abwerfen, dass wir da vielleicht mal so ein bisschen abfächern und vor allen Dingen einmal am Rand lang werfen. 2, 3, 4, 5 Würfe können schon genügen, weil nicht selten stehen die Fische oder auch die Brutfische, wo die Räuber dann in der Nähe sind, etwas abseits der Brücke. Und das kann dann so aussehen. Werfen wir ihn und dann kannst du noch mal einen Fisch geben.
Ja, das war heute unser Tag in den Niederlanden und damit auch der Startschuss für die Serie Einfach Angeln in Holland. Ich hoffe, euch hat unsere erste Folge gefallen mit dem Jens dabei und dem Peter. Und ich hoffe, dass wir euch vielleicht hier und da ein paar Tipps geben konnten, das Ganze ein bisschen näher bringen konnten, wie das Angeln funktioniert. Solltet ihr weitere Fragen haben, einfach unten in die Kommentare rein und wir werden die dann für euch dort direkt beantworten und das Ganze später vielleicht auch in eine Folge bringen. Und in dem Sinne, ich habe mich gefreut, dass die beiden da waren. Ich glaube, die beiden haben gut abgeräumt. Ich habe denen ein bisschen hinterher geschaut. Aber ich glaube, wir sind alle sehr zufrieden mit der Ausbeute, denn wir haben sehr viele Barsche gefangen heute. 6 Hechte haben die beiden gefangen und am Ende durfte ich dann wenigstens den Zander fangen und da bin ich sehr zufrieden mit und ich freue mich vor allen Dingen, dass der Jens heute gefangen hat. In dem Sinne, Jens, geil, dass du da warst. Danke, dass ich hier sein durfte. Ich hoffe, das war nicht das letzte Mal. Ja, und das hoffe ich auch. Peter Siffig Müller kennt ihr eh. Alter Hase. Alter Hase. Ist, der oft dabei ist. In dem Sinne, danke sehr. Das sollte eigentlich die Faust mal geben in die Kamera, oder? Ich mach mal eben mein Bein. Oh. Super Kali, fragelistig, SBA-Ligetisch. Echt jetzt? 2 schwarze Katzen da hinten. Kommst du da irgendwie noch hinten ins Loch rein, Peter? Hallo! So! Nein, ich mach das so. So. Und das macht. Da vergesse ich gerne mal den Text. Einfach mal versuchen, euch. Ich nehme die erste Abmoderation. Dementsprechend versuchen wir jetzt einen Live-Biss drauf zu bekommen. Schauen wir mal, was funktioniert. Oder ein Hänger. Du, wenn du dich ein bisschen auf Zehenspitzen stellst, besser und besser. Ich kann auch schon hingehen. Das ist besser. Und damit wir. Gehen wir auf die Drop-Mod-Mod-Shot. Und dann, wenn wir... Was? Du sollst mich nicht anschreien. Man sucht halt die Kante an der Seite. Mach mal kurz. Das ist schon mega geil, dass jetzt der Wind kommt, wo du anfängst zu reden. Drop-Mod-Mod-Shot. Barsch, Hecht und Zander sitzen unterm Schatten. Und sind am Kacken. Barsch, Hecht und Zander sitzen unterm Schatten und sagen, komm, Peter. Einmal wollte ich euch zeigen, wie man es nicht macht, jetzt zeige ich euch, wie man es richtig macht. Ich bin dann bis jetzt noch eben Zahnschneider, das heißt, Barsch ist gefangen, Fische mit Zähne fehlen noch, kriegen wir hin. Warum fliegen mir immer Insekten in die Nase, was soll das? Deine Kammern sind nicht außer Auge zu achten. Nochmal. Ja. Dann macht es Sinn, im Nachgang, bevor man den ganzen Spot verlässt, ach man, musst du jetzt mit deinem scheiß Moped da langheizen, du Pisser. Nachdem wir so eine Brücke ausgiebig Er hat geangelt. Drop-Mod-Shot.